Hier auf dem Kanal startet heute eine Serie mit einem Bierstil, der tatsächlich sehr unterrepräsentiert ist hier auf dem Kanal. Jetzt machen wir es mal richtig komplett mit allen großen Highlights, glaube ich zumindest, dass ich das habe. Und welcher Bierstil das ist, das könnt ihr schon erahnen. Ich sag's euch aber, wenn ihr kurz Geduld habt. Hey, hallo, schön, dass ihr weiter mit dabei seid und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe meiner Altbier-Serie. Und damit wäre auch das Geheimnis gelüftet, um welchen Bierstil es heute und in den folgenden Tagen gehen soll. Ich habe immer wieder von euch Wünsche bekommen nach einem Altbier-Special beziehungsweise nach speziellen Altbieren. Wenn ich immer mal punktuell das ein oder andere Altbier auf dem Kanal gehabt habe, dann hieß es immer, ja, komm, mach doch mal was über Altbier. Ich habe mein Kölsch-Special gemacht. Dann hieß es, ja, mach doch mal was über Altbier. Gibt ja eine gewisse Rivalität zwischen diesen beiden Gegenden, Kölsch und dem Altbierland. Und habe ich mich jetzt dieser Übermacht gebeugt, habe euch mal ein bisschen gefragt, was sind denn so Altbiere, die ich verkosten muss, und habe dann viele Tipps bekommen, habe mich auf die Suche gemacht, mir bestellt, und siehe da, sogar Altbiergläser sind da. Das war einer der häufigsten Kritikpunkte, die ich von euch bekommen habe. Ich soll doch das Altbier bitte aus dem Altbierglas trinken. Jetzt müssen wir natürlich erstmal für diejenigen von euch, die mit Altbier noch nicht so bewandert sind, erstmal klären, woher kommt denn eigentlich der Name Altbier? Und das ist eigentlich relativ alt, relativ einfach, weil es geht um die alte Brauart. Also zu der Zeit, als die modernen, etwas helleren Biere aufkamen, am Ende des Tages auch das Pilsener Bier, da hat man eben dann beim Altbier über das alte Bier gesprochen und ist die alte Brauart, und daher kommt zunächst mal der Name, also hat nichts mit irgendeiner Lagerungszeit oder tatsächlich irgendwie einem Alter des Bieres zu tun. Es ist ein obergäriges Bier, genau wie sein Rivale das Kölsch, und wird lustigerweise, und das finde ich sehr spannend, im englischen Sprachgebrauch als German Brown Ale bezeichnet, wobei ist das aus meiner Sicht halt eben nicht so ganz trifft, weil mit dem klassischen Brown Ale es dann ja relativ wenig zu tun hat. Es hat einen gewissen Röstmalzanteil, und ich glaube zumindest ein Drittel muss Weizenmalz sein. Das fand ich auch sehr spannend, das wusste ich auch noch nicht. Und die älteste Altbierbrauerei ist die Bolten Brauerei in Korschenbroch. Und die brauen seit 1266, also ganze 756 Jahre, schon Altbier. Und auch dieses Bier, das Uralt, haben wir dann mal in den nächsten Tagen hier mit am Kanal. Was ich auch sehr spannend finde, nämlich im Gegensatz zum Kölsch, ist der Name oder der Begriff Altbier nicht geschützt. Kann jeder Altbier brauen und wird natürlich auch fleißig getan. Nicht zuletzt auch in Österreich, in den USA und wahrscheinlich auch in Köln. Also der Begriff Altbier ist keine geografisch geschützte Herkunftsbezeichnung, und insofern kann das dann jeder benutzen. Es gibt aber drei Ecken, und das wusste ich auch nicht, aber habe ich jetzt auch gelernt, wo Altbier gebraut wird oder wo man so unterschiedliche Standorte für Altbier hat. Das erste ist, Achtung, Düsseldorf. Hätte jetzt keiner gedacht, gell? Das ist so zum Beispiel Ürige, Schumann, Füchschen. Das sind so die bekannteren Brauereien aus dieser Gegend. Dann der Niederrhein. Da ist zum Beispiel Diebels zu Hause oder auch die Boltenbrauerei, die wir gerade erwähnt haben. Und Westfalen zum Beispiel, die Barre Brauerei, die haben dann da das dritte Gebiet, wo man eben so um Düsseldorf herum und in dieser Gegend Altbier braut und das jeweils auch vielleicht einen Ticken anders macht. Sticke, das ist das etwas stärker eingebraute Altbier, auch ein Begriff, der immer wieder auftaucht. Und da gibt es ja die Sticke, Doppelsticke, also da geht es dann auch mal richtig zur Sache. Normalerweise liegt Altbier so um die 4,7, 4,9 Volumensprozent und von der Stammwürze irgendwo so um die 11, 6, 11, 7. Also da bewegt sich das Ganze. Bittereinheiten technisch weiß ich gar nicht, aber es hat durchaus eine prägnante Bittere und hat eine schöne Süffigkeit, eine angenehme Restsüße, und so typischerweise ist wohl auch so ein bisschen Honiggeschmack mit dabei. So, jetzt haben wir mal das Thema Altbier geklärt, und ich fange heute meine Serie mit dem wohl klassischsten, beziehungsweise nicht klassischsten, aber dem größten Vertreter im Augenblick am Markt an. Es geht um die Brauerei Diebels, und da kommt das Altbier her. Und ich persönlich habe jetzt mal, als ich so Bierfreunde gefragt habe, gesagt, was haltet ihr denn vom Diebels Alt? Und da gab es sehr unterschiedliche Aussagen. Die eine hat gesagt, nee, das ist eigentlich ein ganz ordentliches Alt, und da
dann haben wir gesagt, nee, kannst du überhaupt nicht trinken, geht überhaupt nicht. Und dazwischen war dann eigentlich gar nichts. Was ich persönlich ein bisschen spannend fand, das gar nicht gehen kann natürlich ein bisschen daran liegen, dass die Diebels Brauerei mittlerweile zur AB InBev-Gruppe gehört und natürlich für manche dann zum personifizierten Bösen. Aber es gehört definitiv meiner Meinung nach zu dieser Serie dazu. Und ich habe überlegt, mache ich es ganz am Anfang, ganz am Ende. Ich habe es ganz am Anfang gemacht, mittendrin wäre es mir dann auch ein bisschen zu blöd gewesen. Also fangen wir mal an mit dem Diebels Alt und da die technischen Daten 4,9 Volumenprozent Alkohol, 11,5 Grad Plato. Also was ich vorhin gesagt habe, passt hier. Wir sind ale-technisch so in einer Temperatur zwischen 7, 8 Grad, würde ich mal behaupten. Und dann... Können wir hier noch auf die Kronkorken schauen. Dann gehen wir es an dieser Stelle dann auch mal an und schauen, ob das, was ich jetzt gesagt habe, sich hier schon beim Diebels Alt zutrifft. Das Altbierglas, klassischerweise eben diese Stange mit 0,2 Liter Inhalt. Und ich würde mal sagen, an Schaum mangelt es hier schon mal nicht. Wir haben eine klare, ja, rötlich, dunklere Bernsteinfarbe, der Schaum obendrauf. Na, also, das hat eine wirklich tolle Kompaktheit. Auch sehr stabil, würde ich jetzt sagen. Leichte Cremefarbe, auch das nicht weiter verwunderlich bei den Malztönen da unten drunter. Und schön viel Kohlensäure dann auch zu sehen im Glas. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ich schaue das schon fast aus wie ein Stout, glaube ich. So, jetzt halten wir mal die Nase rein. Ja, es ist definitiv malzig, so kräftige Karamellnoten und so eine leicht nussige Note. Ja, ich bin mal gespannt, was hier jetzt auf mich zukommt. Sehr zum Wohl. Cheers. Also definitiv auf der malzigen Seite zu Hause. Hat eine schöne, angenehme, leichte Süße. Ich habe mir das jetzt echt viel süßer vorgestellt. Milde, bittere. Ich weiß nicht, wo wir da liegen, aber 20, 25 Bittereinheiten wäre jetzt so meine Vermutung. Röstmalzigkeit hatte ich ja vorhin auch erwähnt. Muss ich jetzt hier sagen, eher also ganz am Horizont. Schönes, mittleres Mundgefühl. Hauptsächlich das Malz verursacht hier noch ein bisschen dass es ein bisschen voller wirkt. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das wird ein Ticken trockener, und zwar relativ zügig. Feine, dezente Würze und durch diese Trockenheit schiebt dann die Bittere nochmal so richtig an. Schöner, kräutriger Hopfeneindruck hier an der Stelle. Und vom Körper her auf jeden Fall im schlanken Bereich. Na, milde Kohlensäure. Und Textur her, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ist zunehmend wässrig. Also es wird auf der einen Seite echt ein bisschen bitterer, ein bisschen herber. Und auf der anderen Seite geht dann so auch so ein bisschen die Textur verloren. Finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen schade. Weiß nicht, ob das, kann mich das jetzt ehrlich gesagt nicht so dran erinnern. Ich bin jetzt aber auch nicht der ausgewiesene Altbier-Experte. Ich habe wahrscheinlich mehr Altbiere getrunken als so manch anderer, zum Beispiel auf Wettbewerben. Aber trotz alledem würde ich mich überhaupt nicht als Experte für diesen Bierstil bezeichnen. Schon gar nicht, dass ich das jetzt wirklich beurteilen könnte, was da jetzt wirklich ein ausgemachtes Bier ist. Aber deswegen mache ich ja gerade diese Serie und verlasse mich da auf eure Tipps oder habe mich darauf verlassen. Die Biere sind ja schon im Kühlschrank. Hinten im Nachtrunk echt zunehmendere Bittere, aber trotz alledem angenehm. Es bleibt eben relativ trocken und kommt dann diese schöne, herbe, kräutrige Note mit dazu. Und dieser malzige Grundton zieht sich dann auch in den Nachtrunk, ohne irgendwie zu süß, zu klebrig oder sonst irgendwas zu werden. Also ich muss sagen, wenn man mir das jetzt hier in der Blindverkostung gegeben hätte, dann hätte ich auch gesagt, ja, wird wahrscheinlich so Richtung Altbier gehen. Also es gibt viele Elemente, wo man einfach sagen muss, ja, das erinnert schon sehr stark an ein Altbier. Und ist aber, und da habe ich dann so zumindest die eine oder andere Erfahrung mit Altbier, vermutlich jetzt nicht der Weisheit allerletzter Schluss. Und deshalb gibt es für das Diebels Alt
in der Altbier-Serie. Mal so als Startpunkt 3 von 5 möglichen Punkten für das Diebelsalt aus dem Hause AB InBev. Dann soll es für heute gewesen sein. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich muss da erstmal den Grundstein legen, auch für diejenigen von euch, die mit Altbier nichts anfangen konnten. Und dann geht es die nächsten Tage dann weiter mit anderen Altbieren. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie hoch wir die Latte noch legen können. Für mich soll es das heute gewesen sein. Ich bin raus. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.